Oh man, that's gonna be some deep shit philosophy. Leute, kennt ihr das, wenn ihr so einen Moment von Klarheit habt? Wenn ihr auf einmal im totalen Chaos wieder die Ordnung entdeckt? So einen habe ich gerade. Ich hocke hier mitten im Wald am Rhein. Und philosophiere über Gott und die Welt. Ich habe gestern in alten Sachen rumgekramt und habe einen Haufen Zeug gefunden. Und habe gedacht, ich trenne mich von einem Haufen alter Scheiße, indem ich sie einfach verbrenne. Ich meine, wir sind in dieser Welt viel zu sehr materialistisch geprägt. Aber darum geht es hier gar nicht. Es geht vielmehr um die symbolische Bedeutung von dem Feuer hier. Ich muss ja sagen, in meiner Vergangenheit, und da muss ich mal wieder die Onkels zitieren, bin ich oft in Flammen gestanden und nichts war mir zu extrem. Ich wollte immer alles, alles oder nichts. Ich wollte immer alles haben. Habe sehr viel, ich sag mal, mit dem Feuer gespielt. Und wer es kennt, der weiß, dass man sich auf Dauer halt irgendwie dran verbrennt, ne? Aber auf der anderen Seite ist das Feuer hier wie ein Feuer der Leidenschaft, wie ein Feuer des Lebens, das sich wieder entfacht. Ich meine, wenn die ganze Scheiße hier abgebrannt ist, habt ihr die Aschen vor euch liegen und ich fühle mich gerade, als wäre ich wie Phönix aus der Asche wieder auferstanden. Es gibt immer Ups und Downs im Leben. Ich hatte in letzter Zeit sehr viele Downs. Und bin aber mittlerweile wieder auf dem steilen Weg nach oben. Auf dem steilen Weg, das wird das wichtige Wort hier. Das Leben ist ein Weg. Es ist ein Weg und es gibt kein Ziel. Ziel wäre vergleichbar mit Perfektionismus und was ich davon halte, wisst ihr, glaube ich, mittlerweile. Es gibt einen Weg mit Ups und Downs und ihr trefft auf eurem Lebensweg die eine oder andere Entscheidung, auf die ihr nicht unbedingt stolz seid. Und ich sage jetzt mal, man kann Entscheidungen rationalisieren und im Kopf treffen und man kann sie aus dem Bauch raus treffen. Und die besten in meinem Leben waren immer die, die ich aus dem Bauch raus getroffen habe. Anfängst zu viel drüber nachzudenken und so, stehst du dir selber im Weg, dein Kopf steht dir selber im Weg und fängst an Scheiße zu bauen. Wobei Scheiße zu bauen überhaupt gar nicht das Problem ist. Auf die Fresse fliegen ist nicht das Problem, liegen zu bleiben ist das Problem. Wenn 1000 Mal auf die Fresse fliegen und 1000 Mal wieder aufstehen, dann alles richtig gemacht. Und hier geht es viel mehr drum, loszulassen von alten Sachen und Platz zu schaffen für eine Zukunft in totaler Freiheit. Ich meine, guckt euch den Ort hier an. Das ist wahrscheinlich einer meiner Lieblingsorte auf dieser riesigen, verdammt verschissenen Welt. Das ist wahrscheinlich der Ort, den ich am meisten mit Freiheit in Verbindung bringen würde. Ihr habt in eurem Leben immer einen Mix aus Freiheit und Sicherheit. Ich meine, guckt euch unsere Gesetze an. Wie viele Gesetze uns Sicherheit geben sollen und damit unsere Freiheit einschränken und so einen Scheiß. Ich bin halt ein sehr freiheitsliebender Mensch. Man kann auch sagen, dass ich ab und zu mal Probleme mit Autorität oder so gehabt habe. Ich weiß, ein Feuer hat irgendwie was Magisches. Ich finde es einfach unglaublich geil, einem Feuer beim Brennen zuzusehen. Ich meine, hockt euch mal in der freien Natur an ein Lagerfeuer. Dann wisst ihr, was ich meine. Manchmal macht ihr auch einfach Sachen und ihr wisst überhaupt gar nicht warum. Aber es tut euch einfach gut. Ihr trefft eine Entscheidung aus dem Bauch raus und wisst von Anfang an mit einem guten Gefühl, dass ihr das Richtige gemacht habt. Obwohl die meisten Menschen es als totale Scheiße hinstellen würden. Und dann gibt es immer diese Leute, die sagen, hey, mach das nicht, geh doch den einfachen, geh doch den sicheren Weg.
die euch irgendwie Steine in den Weg werfen wollen, weil ihr die Eier habt, Sachen zu machen, die keine Sau machen wird. Und von solchen Menschen dürft ihr euch nicht fertig machen lassen, dürft ihr euch nicht runterziehen lassen. Geht euren Weg und scheiß drauf, was andere Leute denken. Ihr seid niemandem was schuldig, Mann. Ihr müsst niemand was beweisen und ihr müsst euch von niemandem rechtfertigen. Oh ja, das Wasser plätschert, der Wind bläst und mein Feuer brennt. Das Feuer brennt immer noch in mir. Stärker denn je. Es wird Zeit, Mann. Es wird Zeit, dass es wieder aufwärts geht, meine Freunde. Ich hoffe, ihr könnt mit meinem ganzen Scheißgelaber hier was anfangen. Aber mir tut es gerade unglaublich gut. Wenn ich Kinder weiß, dass ich unglaublich gern anfangen irgendwie zu schreiben oder in eine Kamera zu labern, um Scheiße zu verarbeiten. Genau das ist der einzige Grund, warum ich das Video hier mache. Und ich hoffe, dass es einige von euch dazu inspirieren kann, der Scheißwelt da draußen den Stinkefinger zu zeigen und einfach euer Ding zu machen. Es ist euer Leben. Do whatever the fuck you wanna do. Peace. Vielleicht auch noch ein paar letzte Worte. Ich bin auch gar nicht hier, um irgendwie eine scheiß Vergangenheit zu verbrennen oder so. Eure Vergangenheit ist ein Teil von euch, genauso wie die Gegenwart und eure Zukunft. Ihr habt alles selber in der Hand. Eure Vergangenheit ist eine Ansammlung an Erfahrungen in eurem Leben. Und ich sag mal so, jede Erfahrung, egal ob gut oder schlecht, bringt euch weiter. Egal, ob ihr voll auf die Schnauze fallt, die Erfahrung, die ihr da sammelt, die kann euch keiner nehmen. Ich höre ganz oft Leute sagen, dreh dich nicht um, schau nur nach vorne, schau nur in die Zukunft. Aber ich bin halt einer, der sehr gern irgendwie in die Vergangenheit zurückschaut. Und sehr viel geile Erinnerungen, klar. Auch ein paar scheiß Erinnerungen. Nur hat jeder irgendwie seine eigene Art und Weise, wie er damit dealt, sag ich jetzt mal. Freiheit, meine Freunde, Freiheit. Peace. Und einfach tausend Gedanken gerade hier. Wenn ihr lernt, dieses Leben zu lieben, seid ihr tausendmal besser dran und tausendmal reicher als der reichste Mann der Welt. Vorher habe ich schon mal von der ganzen materialistischen Scheiße gesprochen. Der reichste Mann der Welt ist ein Scheißwert, wenn er alleine ist, keine Freunde hat, keine Frau, nix. Reichtum ist eine Sache, genauso wie Erfolg, die sehr subjektiv ist. Liegt immer im Auge des Betrachters. Und dann kommt der Regen. Der Regen hat auch irgendwie was Reinigendes. Wäscht gerade irgendwie die ganze Scheiße weg. Viele Leute haben irgendwie, ich weiß nicht, ob die Angst vor Wasser haben oder was, die gehen einfach nicht gerne raus, wenn es regnet, wenn es schneit, wenn es Wetter scheiße ist. Im Leben geht es nicht darum, irgendwie dem Regen auszuweichen, hat ein schlauer Mann mal gesagt, sondern darum, zu lernen, im Regen zu tanzen, Motherfuckers. Ich persönlich hoffe ja, dass jeder Mensch auf dieser Welt irgendwann dieses Feuer in sich findet, diese Leidenschaft, dieses Feuer entfacht. Das zu tun, was du liebst, was du über alles liebst, und sich praktisch was Größerem als sich selbst zu widmen. Meine Freunde, das ist der Sinn des Lebens. Und ich hoffe, dass jeder dieses Privileg irgendwann mal genießen kann. Dass jeder mal dieses Feuer in sich findet. Das brennt, das nie ausgeht. Dann habt ihr ein glückliches Leben, meine Freunde.
Okay, komm, genug jetzt, das war's. Haut rein, gebt Gas. Peace.